Er fährt im Moment in seiner ganz eigenen Liga. Pascal Wehrlein, der neue Dominator in der Formel E. Wir surfen gerade auf einer Welle und wir wollen mehr davon. Nach drei Rennen ist der Porsche-Pilot führender in der WM-Wertung, als erster Deutscher überhaupt. Die Konkurrenz ist beeindruckt. Er ist immer bei sich, extrem professionell, ein hervorragender Fahrer. Ein sehr ruhiger Typ, der wenig Emotionen zeigt, aber ein wahnsinnig harter Arbeiter ist. Ich denke, wir sind eine andere Generation und er ist so der Playstation-Spieler abends in seinem Zimmer. Ich gehe lieber irgendwo essen. Die Konkurrenz abfrühstücken und Rennen fahren wie auf der Playstation. Pascal Wehrlein gelingt gerade beides. Beim Saisonauftakt in Mexico City wird er Zweiter. In Saudi-Arabien startet er einmal als Neunter und einmal als Fünfter und gewinnt beide Rennen. Ich meine, ich kenne ihn jetzt schon ewig aus der DTM und er ist ein echt netter Kerl, extrem schnell. In der DTM bricht Wehrlein ab 2013 Rekord um Rekord. Erst jüngster Starter der Geschichte, dann jüngster Rennsieger und 2015 jüngster DTM-Gesamtsieger. Danach fährt er zwei Jahre in der Formel 1, 39 Rennen in der Königsklasse des Motorsports für Manor und Sauber. Dann wird es elektrisch, seit 2019 in der Formel E, mittlerweile im dritten Jahr für Porsche. Mit seinen 28 Jahren hat Pascal Wehrlein also schon viel erlebt. Privat steht jetzt ein ganz neues Abenteuer bevor. Seine Freundin und er erwarten das erste Kind. Es kann jeden Moment soweit sein. Und ja, ich freue mich mega drauf. Aufregende Zeiten also für Pascal Wehrlein, der neue Dominator der Formel E. Fantastisch gestartet in ein ganz besonderes Jahr.